Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Amnesia The Dark Descent. Ich habe eine ganze Weile nicht gespielt, weil ich hatte absolut keine Zeit, keine Lust und überhaupt und ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, was kann ich noch erzählen? Wir befinden uns hier nach wie vor in diesem coolen Trakt hier. Wir müssen einen Ausweg finden, weil da hinten ist alles dicht und ja, da oben scheint immer noch jemand lang zu gehen. Dann staubt ja hier enorm. Oder ist das Rauch? Nee, keine Ahnung. Ja, was kann ich noch erzählen? Ich habe leichte Kopfschmerzen, ich bin verpeilt, wie immer. Aber das ist ja nichts Neues, ihr kennt mich nicht anders. Insofern, alles schick. What the fuck? Oh Gott. Ich hab mich erschrocken gerade. Lauf mal bitte. Oh Gott. Oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Eingangshalle. Wow. Die Statuen betreten und starten an die dunkle, gewölbte Decke. Wow. Angst? Ah, okay, das ist dieses komische rote Zeug. Das ist voll eklig. Das ist der Kaugummi, der so ein bisschen meint, hier leben zu müssen oder so. What the fuck? Lass mich in Ruhe. So. Aber wir haben jetzt ja den Schlüssel für den Weinkeller. Und da wir den haben, können wir da ja jetzt hin. Kommt man hier runter? Nee, da würde ich mich verletzen wahrscheinlich. Hier ist immer noch alles dicht, wie sich das gehört im Schloss. Alles verschüttet. Natürlich. Ja, Wind. Komm, weh doch noch ein bisschen stärker. Stehe ich total drauf. Was steht hier oben? Labor? Nee, Labor will ich jetzt nicht hin. Weinkeller. Weinkeller will ich hin. Muss ich hin? Soll ich hin? Wie auch immer. Eigentlich weiß ich auch noch nicht, ob ich das gut finden soll, jetzt in den Weinkeller gehen zu müssen. Aber ich tue es einfach. Ich möchte ja immerhin hier weiterkommen. Ich habe ja hier... Oh, mein geistiger Zustand ist nicht besonders gut. Der sieht mich nur so aus. Punkt, Punkt, Punkt. Deswegen glaube ich, ist es wahrscheinlich gerade besser. Ich gehe erstmal irgendwo anders hin, wo ich ein bisschen Licht habe oder so. Ich könnte natürlich auch alternativ mal ein bisschen Licht machen, damit er sich ein bisschen beruhigt, der gute Daniel, die kleine Pussy. Ja, was kann ich noch erzählen in der Zwischenzeit? Das Gemäuer sieht interessant aus. Der Wind weht mir eindeutig zu stark. Es ist stürmisch, wie es scheint. Ja, wir haben heute den 17. Mai. Ja, sehr interessant für euch, glaube ich. Denn wenn ich das hier hochlade, ist es schon lange, lange, lange nicht mehr der 17. Mai. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Ein bisschen besser ist es geworden. Aber ich erzähle trotzdem erstmal weiter, bevor ich weitergehe. Denn in diesem Zustand möchte ich ungern irgendwo langlaufen, muss ich sagen. Ist alles ein bisschen rötlich jetzt hier. Rotlichtmilieu. Balalalala. Ja gut, was kann ich noch erzählen? Boom. Ja, ich habe jetzt halt ein langes Wochenende, weil morgen ist frei. Cool. Freue ich mich sehr drüber. Ich habe zudem vor demnächst... Wieso verzieht sich das Fenster? Oder habe ich jetzt einen Knick in der Optik? Irgendwie, ja, okay. Ich weiß nicht, ob das ein Grafikbug ist oder ob das so soll, aber auf jeden Fall bewegt sich das. Was wollte ich sagen? Achso, ich habe vor, demnächst irgendwann mal vielleicht sowas zu starten wie ein Let's Play Together. Da gibt es Kandidaten, mit denen ich das gerne machen möchte. Muss ich halt gucken, ob ich so ein bisschen Zeit finde, Lust habe und so. Und... Jedenfalls ist es in Planung. Erstmal so ein bisschen Co-Commentary vielleicht und dann mal schauen. Also geplant habe ich da schon gewisse Projekte. Ich möchte das jetzt eigentlich noch nicht sagen, weil ihr seht es ja dann, wenn ich es hochlade oder wenn es gänzlich hochgeladen wird, weil es wird auch auf meinem Kanal auf jeden Fall irgendwie mit erscheinen, wenn ich es auch nicht selber hochlade. So, das wollte ich gesagt haben. Wie gesagt, es ist in Planung. Inwieweit es jetzt dann auch irgendwann mal
wirklich realisiert wird, das steht in den Sternen. Aber Fakt ist, es ist in Planung. Weinkeller, jo. So, gehen wir hier mal rein. Der Sand gab unter seinem schwachen Körper nach, als er vom Kamelrücken fiel. Er fühlte, wie der Wind sanft über sein Gesicht und seinen trockenen Lippen blies. Ja, komm. Ist klar. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, bitte. Ne? Okay, erstmal muss ich ein bisschen Licht. Beruhig dich, Daniel, beruhig dich, beruhig dich. Okay. Alles ein bisschen mit Nebel hier drin. Ich wusste gar nicht, dass es in einem Weinkeller so viel Nebel gibt. Oder ist das der ganze Staub? Hier sieht man noch nur seichtes Licht in den Raum fallen. Die Musik ist bedrohlich. Wie sich das gehört in solchen Spielen wahrscheinlich. Aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich spiele sowas im Normalfall nicht. Ich gucke mir lieber Filme an. Ich höre hier befremdliche Geräusche. Das gefällt mir nicht. Ein Flashback. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Okay, also man hat es gerade so ein leichtes Saufgelage gehört. Es scheint eine kleine Karte zu sein. Boah, ist das alles ein bisschen unheimlich. Man hört wieder dieses Gezische und alles. Ist das hier Blut? Ich möchte es gar nicht wissen, was das ist. Ich gehe einfach mal rein hier, weil ich bin so mutig oder auch blöd. Ich weiß es nicht. Boah, man hört Stimmen und überhaupt und... Was ist das hier? Cool. Eine Zunderbüchse, komm her. Ich möchte die Zunderbüchse haben. Dankeschön. Kann man hier von irgendwas brauchen? Was ist denn das überhaupt? Ich kann die erkennen. Noch eine Zunderbüchse, komm her. Jawohl, das gefällt mir gut. Ich höre Schritte. Das finde ich alles andere als gut. Zumal wir jetzt auch schon die ersten Monster gesehen haben, gehört haben, wie auch immer, und wow. Was bist du denn? Woher? Ich möchte da gerne hin. Was bist du? Gib mal ein Stückchen zurück, bitte. Zinkerz. Was? Okay. What the fuck ist nun los? Daniel, kommst du mal bitte wieder zu dir? Ich habe keine Lust hier irgendwie. Was? Okay, er steht wieder. Daniel? Alles gut? Oder bist du noch zu benommen gerade? Ah, langsam geht's wieder. Scheint sich wieder ein bisschen gefangen zu haben, der Gute. Okay. Das ist hier irgendwie alles ein bisschen instabil. Und die Tür ist zu. Ah, wir müssen das jetzt hier wegziehen, wegschieben alles. So, so. Können wir nicht mal eben irgendwo hinwerfen, weil die scheinen ein wenig zu groß zu sein und zu schwer. Komm her. So, okay. Geht es jetzt auch ohne? Ja, läuft. Zieh dich. So, jetzt müssen wir das hier noch irgendwie ein bisschen hinkriegen. Komm her. Komm her.
Komme ich jetzt wieder raus? Ja, komm ich. Okay. Und Tür wieder zu. Boah, man hört hier so ein Geröchel und alles. Und dieses Gezische in den Ohren ist eklig. Da tropft es. Oh Gott. Weg. Setz dich hin hier. Oh Gott, Leute. Das muss so Mindfuck sein für denjenigen, der das wirklich live erlebt. Also der das da selber... Wow. Oh, ich bin dankbar, dass ich das nicht im realen Leben habe, sowas. Voll im Ernst. Sowas möchte ich wirklich nicht erleben müssen. Komm, steh wieder auf. Ist hier hinter irgendwas? Nee. Tut nix. Wow. Das sieht ja lecker aus. Yum, yum. Da ist eine Truhe. Wow, ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht alleine hier. Ist da was drin? Nö. In der zweiten auch nicht. Wenn du gleich irgendwo reinkommst, sagt der Schreiter Überraschung. Wieder ein Flashback. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Except it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Das ist so grausam, was hier geschehen sein muss. Wahnsinn. Aber nur grauenhaft. Das ist Wahnsinn, wenn ich mir das wirklich mal so vor Augen führe, was hier abgegangen sein muss. Was ist das? Ist wieder irgendwas drin? Nö. Was hätte sein können? Wilhelms letzte Worte. Mein Name ist Wilhelm, Haus Gierig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte, und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. Es dämmerte mir, dass es sich um einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheiten und nicht wegen meines ehrenhaften Handelns als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegenzug würde er ein sehr gutes Wort im Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel. Aber schließlich nahm ich das Angebot rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele, vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich ein, mich und meine Männer an den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Stunden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schreien. Ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen. Und ich kann nicht länger. Wow. Aber dafür, dass er nicht mehr konnte, konnte er noch gut schreiben, finde ich. Muss ich ja mal so sagen, so, ne? Also dafür, dass Blut aus seinen Augen lief und er nicht mehr länger konnte, war das schon nicht schlecht.
Da konnte man noch einen Brief schreiben. Ist irgendwas? Nö. Da unter was? Nö. Scheint nicht so. Hm. Nun gut. Widerlich, einfach eklig. Die hatte ich doch schon auf, oder? Oder ist das... Guck mal her. Ja, die hatte ich schon auf, okay. War hier hinter noch irgendwas? Nee, nur ekliges. Also nichts, was ich brauche oder so. Okay, hier war die Tür. Bum, bum, bum. Damit hätten wir das auch erkundet. Wundervoll. Ich glaube, hier waren wir drin. Das heißt, ich muss hier weiter. Eigentlich habe ich keine Lust, hier weiterzugehen, weil es ist dunkel und eklig und es ist staubig und ich mag es nicht, wenn es staubig ist, weil man hätte doch mal sauber machen können, verdammt, und ja, überhaupt und so. Flasche steht mitten in der Blutlache. Toll. Angst. Ja, bleib im Licht. Witzig. Wir beruhigen uns ein bisschen. Und ich sage mal, das war es erst einmal für diesen Part hier im Weinkeller. Im nächsten Part geht's weiter auf der Suche nach weiteren Chemikalien für diese Säure, damit wir dort weiterkommen auf dem Weg in die Raffinerie. Bis dahin, Chimrü und Tüdelü.